Wer heute durch die Straßen von Tiflis flaniert, wird ständig mit der Farbe Blau konfrontiert. Okay, wie funktioniert das? Hier. Da sieht man beispielsweise die neuen umweltfreundlichen Stadtbusse von MAN. Da gibt es eine neue Seilbahn. Sogar neue Mülltonnen. Frisch bepinselte Strommasten in der Taschkentstraße, unweit unserer Wohnung. Sogar ein neues 7-Sterne-Hotel, das die Silhouette der Altstadt verschandelt. Es ist natürlich alles reiner Zufall, dass all dies rechtzeitig zur Parlamentswahl im letzten Oktober angeschafft, bemalt oder fertiggestellt wurde. Und dass die Farbe der Regierungspartei, Sie ahnen es, blau ist. Blau, so wissen wir aus der Romantik, ist die Farbe der Sehnsucht, der Hoffnung. Und so heißt denn auch die Regierungspartei georgischer Traum. Wie dieser Traum genau aussieht, darüber schweigt sich die Partei weitgehend aus. Sie ist im Übrigen mit großer Mehrheit, wenn auch mit wenig Enthusiasmus, wiedergewählt worden, was freilich vor allem auch an der Zersplitterung der Opposition lag. Es gibt freilich auch noch einen anderen, viel weiter verbreiteten Blauton im Stadtbild von Tiflis, der weit älter ist als der erst 2012 gegründete georgische Traum und der einer viel konkreteren Hoffnung Ausdruck verleiht, die seit vielen Jahren bei stets über 60% der Georgier tief verankert ist. Das ist die Europaflagge. Hier sehen wir sie an einem Haus in der Altstadt, gleich zwei, und hier sehen wir sie als Projektion auf der Staatskanzlei. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass auch der Fernsehturm in den Europafarben beleuchtet ist. Es gibt wohl keinen Ort auf der Welt, außer vielleicht Brüssel, an dem so viele EU-Fahnen zu finden sind wie in Tiflis. Dabei gehört Georgien der EU gar nicht an. Noch nicht, würden jetzt viele in Georgien sagen. Denn spätestens seit der Rosenrevolution von 2003, die damals Michail Saakaschwili an die Macht brachte, ist die offizielle Politik aller Regierungen und sind auch die Sympathien einer großen Mehrheit der Bevölkerung nach Europa, nach dem Westen ausgerichtet. Die schlug sich nieder in einer beeindruckenden Zahl radikaler Reformen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, welche schließlich im Juni 2014 zu einem Assoziierungsabkommen mit der EU führten, verbunden mit einer vertieften und umfassenden Freihandelsregelung. In ein paar Wochen, so denn alles gut geht, kommen Georgien endlich auch in den Genuss, ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen zu dürfen. Der georgische Regierungschef Georgi Kvirikashvili brachte die Begeisterung seines Landes für Europa jüngst in einem Interview mit der Zeit auf den Punkt. Ich zitiere: Es geht um Werte, um demokratische Institutionen. Es geht darum, zu dem einen oder zu dem anderen Club zu gehören. Georgien hat sich entschieden. Wir wollen Mitglied im europäischen und transatlantischen Club sein. Das heißt für uns, wir bauen ein Land auf, das den Standards der EU und NATO entspricht. Außerdem geht es um Loyalität. Georgien versteht sich als loyaler Partner der EU und der NATO im südlichen Kaukasus. Diese Loyalität ist eine Grundsatzentscheidung. Europa bietet so viele großartige Dinge, die einfach als selbstverständlich wahrgenommen werden. Wir, die nach den europäischen Werten und Standards streben, wissen die europäischen Errungenschaften oftmals viel mehr zu schätzen als der typische Europäer. Die Zukunft Europas strahlt hell. Seien Sie optimistischer, endet Zitat. Nun, einen solch zuversichtlichen Aufruf hat man aus dem alten Europa schon länger nicht gehört. Das Licht, die Rettung aus Europa, gar aus Brüssel, ex occidente lux gewissermaßen. Mit diesem überzeugenden Bekenntnis zu europäischen Werten und zur EU bezog Kvirikashvili bewusst Stellung gegen das auch in Georgien bisweilen noch oder schon wieder spürbare Erbe der Sowjetmacht, sowie generell gegen autoritäre Regierungsformen, wie sie vornehmlich beim nördlichen Nachbarn praktiziert werden. Stattdessen hob er ab auf schon lange bestehende kulturelle und zivilisatorische Verbindungen zwischen Georgien und Europa und auf ein nationales Selbstverständnis von Georgien als einem modernen westlichen Land. Ganz so einfach ist es freilich nicht. Wenn man heute durch Georgien reist, vergisst man schnell, dass man sich hier weit jenseits der Türkei befindet, jener imaginären Grenze zwischen Europa und Asien. Georgien lag und liegt noch immer am Rande von Großreichen,
At the Age of Empires, um den Titel von Donald Rayfields jüngster umfänglicher Geschichte Georgiens zu zitieren. Das ist, man spürt es gleich, urältestes Kulturland mit jahrtausendelanger Tradition, das es sowohl gängigen Orientvorstellungen als auch einfachen Ost-West-Klischees entzieht. Unweit von hier hat Noah seine Arche auf Grund gesetzt. In Westgeorgien, am Schwarzen Meer, landeten Jason und die Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Georgien war immer ein Durchgangsland, ein Teil der Seidenstraße zwischen Ost und West, ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Zivilisationen. Nirgendwo vermittelt sich das so gut wie in der Hauptstadt. Tiflis ist eine bunte, freundliche, quirlige Stadt, die sich laufend verändert, in der nicht nur Sprachen, sondern auch Religionen, Nationalitäten und Kulturen seit alters her neben und miteinander gelebt haben und sich gegenseitig bereicherten. Gegründet im 5. Jahrhundert an einem Ort, wo erste Siedlungsspuren bis ins 5. Jahrtausend vor Christus zurückreichen, entstand Tiflis auf Geheiß von König Wachtang Gorgasali. Und zwar an jenen heißen Quellen, die er der Sage nach zufällig während der Jagd entdeckte und in denen er zu seinem großen Erstaunen einen gerade erlegten Fasan in bereits gegartem Zustand vorfand. Diese Quellen gaben der Stadt den Namen. Tbilisi, wie Tiflis auf Georgisch heißt, leitet sich vom Wort Tbili ab, was so viel wie warm bedeutet, daher die warmen Quellen. Wegen seiner strategisch und handelspolitisch bedeutsamen Lage am Durchbruch des Tkwari-Flusses wurde Tiflis unzählige Male zerstört und immer wieder neu aufgebaut. Hier rieben und reiben sich schon immer Großreiche aneinander. Hier kämpften, besetzten, plünderten, raubten und regierten unter anderem Byzantiner, Araber, Perser, Türken und Russen. Dazwischen gab es immer wieder längere Perioden georgischer Eigenstaatlichkeit, wirtschaftlichen Reichtums und kultureller Blüte. Bereits unter König David dem Erbauer, er regierte von 1089 bis 1125, der, wie der Beiname sagt, zahlreiche Städte baute und das Land konsolidierte, sowie seiner Großenkelin Königin Tamar, regierte von 1184 bis 1213. Schon seit dieser Zeit war Tiflis nicht nur einer der bedeutendsten und wohlhabendsten Handelsplätze im Nahen Osten, sondern auch ein Zentrum von Kunst, Poesie und multikulturellem Austausch. Hier lebten Georgier zusammen mit Armeniern, Arabern, Persern und Juden. Hier wurden Moscheen, Synagogen und die Kirchen verschiedener christlicher Glaubensrichtungen in enger Nachbarschaft erbaut. Und noch heute kann man nicht ab in der Altstadt diese Gebäude innerhalb weniger Minuten ablaufen. Europa spielt in diesem Gemenge zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Rollen. Die heutige Bedeutung Europas habe ich eingangs schon beschrieben. Aber wie sah es in der Vergangenheit aus? Seit wann gab es überhaupt Beziehungen oder Kontakte zwischen Georgien und Europa? Über welche Art von Beziehungen sprechen wir? Kulturelle, diplomatische, wirtschaftliche, militärische? Was meinen wir, wenn wir von Europa sprechen? Ist es nur die heutige EU oder gehört beispielsweise auch Russland dazu? Zunächst muss man freilich festhalten, dass die Geschichte Georgiens viel weiter zurückreicht als diejenige Europas oder Asiens, egal in welchen Grenzen man diese Kontinente definiert. Im georgischen Tmanisi wurden 2005 die Knochen der ältesten Hominiden außerhalb Afrikas gefunden, die sich auf 1,8 Millionen Jahre zurückdatieren lassen. Das waren natürlich keine Georgier im modernen Sinn, auch wenn die Website des Georgischen Nationalmuseums die Fundstelle in Tmanisi mit unverhohlenem Stolz als die Heimat der Europäer bezeichnet. Diese beiden haben übrigens auch einen Namen, das sind Sia und Sesva, das sind jedem bekannt. Also Adam und Eva auf Georgisch gewissermaßen. Erste schriftliche Quellen zur Geschichte Georgiens stammen aus der Antike. Als griechische Geographen und Geschichtsschreiber wie Herodot, Xenophon und Strabo, Strabo war zwar in römischen Diensten, aber war Grieche, erstmals das Land bereisen bzw. beschreiben. Seitdem sind Georgien und der Kaukasus im europäischen Kulturkreis ein Begriff. Sie sind ein fester Bestandteil der antiken Welt, die sie mit allen möglichen Mythen verband. Jason und die Argonauten hatte ich bereits erwähnt. Für die alten Griechen war Kolchis, also Westgeorgien, ein Eldorado, wo Gold im Überfluss zu erhoffen war. Der dahinter aufsteigende Kaukasus bedeutete für sie das Ende der Welt, hinter dem es nichts mehr gab. Er galt als die höchste Erhebung der Erde, die den Himmel und die Sterne berührte.
Der Kaukasus wurde außerdem als eine kalte und abweisende Region angesehen, die man in der Kunst als bärtigen Berggott darstellte. Kein Wunder also, dass Prometheus für seinen Diebstahl des Feuers von den Göttern hier an den Felsen gekettet wurde. Die Georgier hier wissen natürlich, wovon ich spreche. Das ist Kazbegi, der große Berg, an den Prometheus auf Georgisch Amirami gekettet war. Etwas handfestere Belege für engere Beziehungen zwischen Europa und Georgien haben wir aus der Zeit Alexanders des Großen. Nach Alexanders Sieg über die Perser im Jahr 331 und dem Ende der persischen Herrschaft über Iberien, wie die Griechen das östliche Georgien nannten, kam es nicht nur zu einer jahrtausendelang prägenden Mischung persischer und hellenistischer, also östlicher und westlicher Kultur, sondern auch zu einer wirtschaftlichen Blüte. Davon zeugen vor allem zahlreiche Münzfunde. Offensichtlich wurde damals die agrarische Subsistenzwirtschaft zunehmend durch Handwerk und Handel ersetzt. Vor allem Kolchis, also der Westen, profitierte von engen Handelsbeziehungen mit den griechischen Kolonien rund um das Schwarze Meer. Dies setzte sich auch fort, als es 65 vor Christus Teil des Römischen Reiches wurde. Iberien, also Ostgeorgien, wurde zu diesem Zeitpunkt ein freier Alliierter der Römer. Sein König Parsman, so berichtet es ein auf das Jahr 141 nach Christus datiertes Marmorfragment, kam sogar auf Einladung des Kaisers Antoninus Pius nach Rom zu Besuch, wo es ihm gestattet wurde, auf dem Kapitol Opfer darzubringen. Wirtschaftliche und politische Beziehungen wurden stets von regem kulturellem Austausch begleitet. So gab es in dem Örtchen Phasis, nahe dem heutigen Poti, seit dem 3. Jahrhundert nach Christus eine Schule, die sogenannte Kolchische Akademie, in der Georgier und Griechen in beiden Sprachen unterrichtet wurden. Einer der bekanntesten Absolventen dieser Akademie war der spätantike Philosoph Themistius, der als gefeierter Rhetor und Politiker verschiedenen römischen Kaisern im 4. Jahrhundert diente. Mit der Ausbreitung des Christentums kam es auch verstärkt zu religiösen Kontakten und zur Gründung zahlreicher georgischer Klöster jenseits der Landesgrenzen. Bekanntlich war Georgien nach Armenien das zweite Land, welches das Christentum als Staatsreligion einführte. Dies geschah bereits 326, also fast 50 Jahre bevor das Römische Reich diesen Schritt vollzog. Georgische Klöster existierten nicht nur im Heiligen Land, wo das erste Kloster für das 5. Jahrhundert belegt ist. Im Mittelalter gab es allein in Jerusalem 8 georgische Klöster, außerdem eines auf dem Sinai und eines auf Zypern. 1083 wurde im südlichen Bulgarien das Petrizoni-Kloster gegründet. Aber schon gut 100 Jahre früher entstand das wohl wichtigste monastische Zentrum außerhalb Georgiens, das Ivoron-Kloster auf dem Berg Athos. In der Hierarchie der 20 Klöster der Mönchsrepublik steht das Ivoron an dritter Stelle, was allein schon die Bedeutung veranschaulicht, welche die georgische Kirche in der orthodoxen Gemeinschaft einnimmt. Dies wird im Übrigen auch dadurch unterstrichen, dass das Ivoron-Kloster nicht nur die größte Zahl von heiligen Reliquien auf dem Berg Athos besitzt, sondern auch eine der wichtigsten Ikonen der gesamten orthodoxen Welt. Die angeblich von Apostel Lukas höchstpersönlich gemalte Panagia Portaitissa, also die Gottesmutter von der Pforte. Unter dem Namen Iverskaja beschützt eine wundertätige Kopie dieser Ikone seit dem 17. Jahrhundert den Eingang zum Roten Platz in Moskau. Eine der vornehmlichsten Tätigkeiten georgischer Mönche war die Anfertigung von Handschriften. Diese enthielten zumeist Übersetzungen frühchristlicher Texte aus dem Griechischen. Bedeutsam für die gesamte Christenheit sind diese Handschriften aus mehreren Gründen. Zum einen belegen sie die enge Bindung Georgiens an das Byzantinische Reich. Zum anderen aber stellen sie oft die älteste erhaltene Version frühchristlicher Rituale, Homiletik, Hagiographie, liturgische Formen und Hymnen dar, nachdem die älteren griechischen Vorlagen verschollen gegangen sind. So ist etwa die Jerusalemer Jakobusliturgie in ihrer ältesten Form nur in einer georgischen Version erhalten, die erst später ins Griechische rückübersetzt wurde. Ähnlich verhält es sich auch mit zahlreichen Tropologia, also Gesangbüchern, welche den Reichtum der kirchlichen Hymnen in Jerusalem vermitteln. Als sich in Europa die Kreuzritter aufmachten, Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien, blieb auch Georgien von diesem Ereignis nicht unberührt. Obwohl es etwas abseits von der direkten Route ins Heilige Land lag, profitierte Georgien direkt und indirekt von den Kreuzzügen.
So heuerte etwa David der Erbauer fränkische Söldner aus den Reihen der Kreuzzügler an, die ihm 1121 in der Schlacht bei Didgori dabei halfen, die Seldschuken vernichtend zu besiegen und Tiflis, das über 400 Jahre lang unter muslimischer Herrschaft gestanden hatte, zurückzuerobern. Mit diesem Sieg begann das sogenannte goldene Zeitalter Georgiens, welches mit Königin Tamar seinen Höhepunkt erreichte. Unter ihrer Herrschaft wurde Georgien zum mächtigsten christlichen Land im Osten, nachdem die Kreuzritter 1204 Konstantinopel geplündert und damit das Byzantinische Reich nachhaltig geschwächt hatten. Ein wirtschaftlicher Aufschwung und Handelsbeziehungen bis weit nach Westeuropa, wie etwa Münzen aus Flandern bezeugen, die man bei der Anciscate-Kirche in Tiflis gefunden hat, wurden begleitet durch eine einzigartige Blüte georgischer Kultur. Nicht nur wurden unter Tamar zahlreiche prächtige Kirchenbauten errichtet. Vor allem ein literarisches Denkmal ist auf das engste mit ihrem Namen verbunden. Shota Rustavelis, der Recke im Tigerfell, ist bis heute jedem Georgier geläufig. Dieses Nationalepos lehnt sich zwar an persische Vorbilder an, ist aber voll von europäischen Formen höfischen Umgangs. In seiner Darstellung des individuellen Helden antizipiert es bereits das Menschenbild der Renaissance, weist aber auch Züge des Minnesans, also der ritterlichen Liebeslyrik Europas auf. Wie jüngere Forschungen nahelegen, hat die Geschichte vom Recken im Tigerfell ihrerseits auf so berühmte europäische Dichter wie William Shakespeare zurückgewirkt. Zum Beispiel in seinem Cymbeline, King of Britain, nimmt er verschiedene Sachen aus dem Plot des Recken im Tigerfell auf. Der Mongolensturm 1221 beendete jäh das goldene Zeitalter und verhinderte im Übrigen auch eine geplante Teilnahme Georgiens am 5. Kreuzzug. Die 8 verheerenden Einfälle Tamerlans im 14. Jahrhundert, die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 und der Niedergang der Seidenstraße im Zuge der Entdeckung neuer Seewege unterbanden für viele Jahrhunderte einen engeren Kontakt Georgiens mit Europa. Eingeklemmt und aufgeteilt zwischen den muslimischen Reichen der Osmanen im Westen und der Perser im Osten, war es vor allem der christliche Glaube, der eine eigenständige georgische Kultur über die Jahrhunderte rettete. Dies blieb auch in Europa nicht ganz verborgen. So wusste man etwa vom Märtyrertod der Königin Ketevan, die Anfang des 17. Jahrhunderts vom persischen Schah Abbas zu Tode gefoltert wurde, da sie dem Christentum nicht entsagen wollte. Der deutsche Barockdichter Andreas Gryphius machte 1657 daraus ein Drama mit dem Titel Katharina von Georgien, das schnell zu einem gefragten Bestseller wurde. Dass man in Europa Georgien nicht vergessen hatte, zeigt sich auch daran, dass es seit ca. 1630 im Vatikan eine georgische Druckerei gab, die liturgische Schriften und Wörterbücher produzierte, welche Kapuzinermönchen, die bereits seit dem 13. Jahrhundert in Georgien aktiv waren, bei ihrer Missionstätigkeit behilflich sein sollten. In Georgien selbst verstand man zur gleichen Zeit Europa als einen natürlichen Verbündeten gegen die umliegenden muslimischen Reiche. Der Fürst, Mönch und Diplomat Sulchan Saba Orbeljani, der unter anderem für seine auch ins Deutsche übersetzte Fabelsammlung mit dem Titel Die Weisheit der Lüge bekannt ist, ging sogar noch weiter. Nicht nur reiste er Anfang des 18. Jahrhunderts als Gesandter von König Wachtang VI. Zum Papst nach Rom und zu Ludwig XIV. Nach Versailles, um die beiden um Beistand gegen die persischen Besatzer zu bitten. Vielmehr trat er selbst zum Katholizismus über und versuchte, diesen in Georgien insgesamt durchzusetzen, allerdings ohne Erfolg, wie wir wissen. Beistand eines christlichen Landes erhielt Georgien schließlich nicht aus Westeuropa, sondern von seinen nördlichen orthodoxen Nachbarn, Russland. Dies geschah nicht ganz in der Form, wie man sich das erhofft hatte. Über die genauen Umstände könnte man mehrere Vorlesungen halten. Nur so viel: im Jahre 1783 schlossen König Erekle II. Und Katharina die Große einen Vertrag, der das von Persien bedrängte Königreich Kartli Kachete, also Ostgeorgien, unter den Schutz und die Oberhoheit Russlands stellte. Diesen Vertrag von Georgiewsk verletzte Russland einseitig, als es 1801 Georgien annektierte und die Bagratiden-Dynastie abschaffte. Von nun an bis zur Revolution von 1917 war Georgien Bestandteil des russischen Imperiums. Zunächst regte sich allseits Widerstand gegen die neuen Besatzer. Es kam zu zahlreichen Aufständen, zu zahlreichen Verschwörungen.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts arrangierte man sich aber. Dies war vor allem dem seit 1845 in Tiflis eingesetzten neuen Statthalter des Zaren, Fürst Michail Woronzow, geschuldet. Woronzow war ein moderner, aufgeklärter Regent, der seine Jugend in London verbracht hatte, der den Kaukasus und die georgische Kultur liebte und sich gut mit dem georgischen Adel verstand. Unter seiner Ägide erlebten Georgien und vor allem die Hauptstadt Tiflis einen nachhaltigen Europäisierungsschub. Er gründete Theater, Bibliotheken, Zeitungen und Schulen, holte italienische Oper, Pariser Mode und europäische Architekten in die Stadt. Er ließ Tiflis nach St. Petersburger Vorbild in klassizistischem Stil erneuern. Und er führte tiefgreifende Reformen in der Landwirtschaft durch. Bei letzterem war ihm eine Bevölkerungsgruppe besonders dienlich, die es noch nicht so lange in Georgien gab. Deutsche Kolonisten nämlich. Dieses Jahr, also 2017, ist es genau 200 Jahre her, dass die ersten deutschen Siedler, zumeist radikale Pietisten aus Württemberg, in Georgien eintrafen. Das übrigens beginnt gerade jetzt oder wird in den nächsten Tagen beginnen, eine Ausstellung in Tübingen diesem Thema gewidmet. Die Deutschen gründeten Dörfer rund um Tiflis mit Namen wie Katharinenfeld, das heutige Bornisi, oder Elisabethtal, heute Assurete. In Tiflis selbst gab es das sogenannte Alexanderdorf im Bereich des heutigen Akmaschenibeli Boulevards. Die Deutschen taten sich vor allem im Anbau von Obst und Gemüse hervor, brachten aber auch europäische Formen von Weinbau nach Georgien. Und hier sehen wir eine Küferei in Elisabethtal. Sie wissen ja vielleicht, die alte Weinbaumethode in Georgien ist, dass man den Wein in unterirdischen Tonamphoren aufbewahrt. Hier sieht man jetzt die Fässer, die wir aus dem Weinbau in Deutschland auch kennen. Die Deutschen in Georgien unterhielten eigene Schulen und Zeitungen. Sie hatten ihre eigenen Kirchen und Vereine. Als Stalin sie 1941 deportierte, im Zuge des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion, betrug ihre Zahl immerhin noch um die 25.000. Die Modernisierungsmaßnahmen und zivilisatorischen Errungenschaften unter Woronzow führten zu einer weiter zunehmenden Europäisierung Georgiens. Das Land nahm teil an Russlands eigener fortschreitender Verwestlichung. Das schlug sich vor allem nieder in einer moderneren Verwaltung, vermehrten Handelsbeziehungen mit Europa und einer verbesserten Infrastruktur sowie einem dynamischen gesellschaftlichen und öffentlichen Leben. Als 1867 das erste weltliche Denkmal im Kaukasus, eine Bronzestatue Woronzows, in Tiflis enthüllt wurde, pries dies die führende Zeitung namens Kafkas als, Zitat, einen großen Schritt Richtung Europa. Im gleichen Jahr wurde auch das erste Museum eröffnet, das heutige Georgische Nationalmuseum. Sein Gründungsdirektor, der deutsche Naturforscher und Ethnologe Gustav Radde, war sich durchaus bewusst, was dieses Ereignis für die Stellung Georgiens in der akademischen Welt bedeutete. Er stand mit vielen namhaften Museen der Welt in Kontakt, darunter dem Smithsonian Institution in Washington, präsentierte die ethnische Vielfalt und den archäologischen Reichtum sowie Flora und Fauna des Kaukasus auf der Weltausstellung in Wien 1873 und hielt Vorträge an zahlreichen europäischen Universitäten. Gewissermaßen ein Resümee der wirtschaftlichen und kulturellen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gab es auf einer großen Ausstellung in Tiflis, mit der 1901 das 100-jährige Jubiläum der Eingliederung Georgiens ins Russische Reich gefeiert wurde. Die Ausstellung dauerte 2 Monate und wurde in dieser Zeit von 160.000 Menschen aus aller Welt besucht. Sie bestand aus 18 Abteilungen von Weinbau und Haustierzucht über Schwerindustrie bis zur Seidenmanufaktur, Schulwesen und Wissenschaft. Große Firmen hatten ihre eigenen Pavillons, wie etwa die Weinbrandfabrik von David Saracischvili, der nach einem Philosophiestudium in Deutschland mit großem Erfolg Cognac aus georgischen Weinsorten zu brennen begann und schon bald zum Hoflieferanten des Zaren wurde. Also für die Philosophiestudenten im Saal hier, es besteht Hoffnung. Auch in Tiflis mit Filialen vertretene internationale Firmen waren präsent, wie hier etwa Siemens und Halske, das ist der Pavillon von Siemens. Und nicht zuletzt musste auch für das leibliche Wohl der Ausstellungsbesucher gesorgt werden. Das geschah unter anderem hier im Pavillon der Tifliser Brauerei Wetzel, die bekannt war für ihr Münchner Bier. Schließt man nach der Ausstellung, so gab es eigentlich alles, was man brauchte.
Woran es freilich fehlte im Kaukasus, war eine Universität. Die heutige staatliche Universität in Tiflis wurde erst 1918 gegründet. So blieb potenziellen Studenten nichts anderes übrig, als ins Ausland, vor allem nach Deutschland und in die Schweiz oder nach Russland zu gehen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zog es immer mehr Georgier, vor allem nach St. Petersburg, zum Studieren. Dort lernten sie nicht nur die letzten Errungenschaften europäischer Kultur und Wissenschaft kennen, sondern sie lebten auch für mehrere Jahre in einem verhältnismäßig modernen Land, das zudem in den 1860er Jahren zahlreiche tiefgreifende Reformen wie die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Neuordnung des Rechts- und Verwaltungswesens durchführte. Nicht zuletzt wurden die georgischen Studenten auch vertraut mit radikalen Ideen. Zusammen mit ihren russischen Kommilitonen begeisterten sie sich für nationale Befreiungsbewegungen in Westeuropa, lasen revolutionäre Schriften und träumten von sozialen Reformen. Ganz im romantischen Geist der Zeit nannte sich diese erste Generation georgischer Studenten Terek-Dalyolirbi, also diejenigen, die das Wasser des Terek gekostet hatten. Terek, das ist der Grenzfluss zwischen Georgien und Russland, den die jungen Studenten überqueren mussten Richtung Norden. Die Studienjahre in Russland wirkten auf die georgischen Studenten wie ein Kulturschock. Sie verwandelten sie zu modernen, aufgeklärten europäischen Intellektuellen, die das Beste aus der russischen Kultur und Erziehung in sich aufsogen, dabei aber die autoritären und willkürlichen Seiten der zaristischen Selbstherrschaft vehement ablehnten. Vor allem aber wurden sie sich in Petersburg der relativen Rückständigkeit ihres eigenen Landes bewusst. Befeuert von den gerade modischen liberalen und nationalen Ideen bemühten sich viele nach ihrer Rückkehr, Georgien zu reformieren, die georgische Sprache und Literatur zu fördern, mehr Autonomie von Russland zu erlangen und eine moderne nationale Kultur zu schaffen, welche die unterschiedlichen Regionen und sozialen Schichten zu einer geeinten Nation zusammenführen sollte. Dabei nahmen sich Italien und Deutschland zum Vorbild, die gerade in dieser Zeit ihre Nationalstaaten formten. Nationale Ambitionen mussten freilich über kurz oder lang mit dem Herrschaftsanspruch des Imperiums und dessen Russifizierungspolitik in den 1880er Jahren in Konflikt geraten. Auch konnten die Modernisierungsmaßnahmen des Zarenreichs im südlichen Kaukasus auf lange Sicht nicht ohne soziale Folgen bleiben. Im Zuge fortschreitender Industrialisierung und Verstädterung entstanden im späten 19. Jahrhundert nicht nur ein wohlhabendes, vor allem armenisches Bürgertum und eine moderne Konsumkultur, sondern auch eine rasch anwachsende, zumeist georgische Arbeiterschicht, die zunehmend sozialistischen Ideen gegenüber offen war. Die kamen, wie auch anderswo, aus Europa, wo einige der führenden georgischen Sozialisten studiert oder im Exil gelebt hatten. Noe Jordanie etwa, ein Mitbegründer der ersten sozialistischen Partei Georgiens und späterer Premierminister, verkehrte mit russischen Marxisten in Genf, lebte länger in Stuttgart, wo er Kalkauzki traf, der übrigens später selbst durch Georgien reiste und ein Buch veröffentlichte unter dem Titel Georgien, eine sozialdemokratische Bauernrepublik, 1921. Jordanie studierte auch kurzzeitig in München, also vielleicht war er auch in diesem Raum hier. Wie die meisten anderen georgischen Sozialisten gehörte er nach 1903 dem menschewistischen, also dem gemäßigten Flügel der russischen Sozialdemokratie an. Infolge der russischen Revolution von 1917 und der bald nachfolgenden Deklaration der Rechte der Völker Russlands wurde Georgien unabhängig. Am 26. Mai 1918 rief man die Demokratische Republik Georgien aus, die schon zwei Tage später vom Deutschen Reich diplomatisch anerkannt wurde. Auf deutschen Druck akzeptierte auch Sowjetrussland im Frieden von Brest-Litowsk die Unabhängigkeit des neuen Staates. Deutschland war es, das Georgien zunächst unter seine Protektion nahm und ein 3000 Mann starkes Expeditionskorps schickte, geleitet von dem aus einem Nürnberger Patriziergeschlecht stammenden General Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein und bestehend vor allem aus bayerischen Truppen, also Mittenwald würde ich mal sagen, hauptsächlich. Die deutsche Präsenz war natürlich nicht ganz uneigennützig. Man wollte in Berlin seine Macht Richtung Indien projizieren. Außerdem war man am Zugang zu den Ölquellen von Baku interessiert, ebenso am Manganerz von Chiatura in Imeretien, das damals der weltgrößte Abbauort dieses für die Stahlproduktion wichtigen Rohstoffes war. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Abzug der Deutschen übernahmen die Briten die Protektion Georgiens.
Die junge Georgische Republik, deren Regierung mehrheitlich aus gemäßigten Sozialdemokraten bestand, wurde schnell in die internationale Gemeinschaft eingebunden. So nahm Georgien etwa teil bei den Pariser Friedenskonferenzen und wurde im Januar 1921 in den Völkerbund aufgenommen. All dies half freilich nicht, einen Angriff der Bolschewiki zu verhindern, welcher einen Monat später der Unabhängigkeit des Landes ein jähes Ende machte. Die Regierung und zahlreiche Mitglieder der georgischen Eliten flohen ins Exil nach Paris. Wie stark europäisch geprägt Georgien im frühen 20. Jahrhundert war, trotz aller politischen Katastrophen, zeigt sich vor allem in seiner Kunst und Architektur. In der Avantgarde des Fin de siècle und der angehenden Moderne war Georgien prominent vertreten. Tiflis und viele andere Orte verfügen noch heute über zahlreiche exquisite Baudenkmäler aus dieser Zeit, in denen Orientalismus und Jugendstil eine eigenwillige Symbiose eingingen. Hier sehen Sie beispielsweise das Haus des persischen Gesandten im Kurort Borjomi. Borjomi selbst, wenn man dorthin fährt, fühlt sich fast an wie so ein österreichisches Heilbad von Architektur. Und hier sieht man gerade in diesem Beispiel eben sehr schön die Verbindung von Jugendstil und orientalischer, was man sich unter Orientalismus vorstellen soll. Oder hier das Stadtpalais von dem schon erwähnten Cognac-Fabrikanten David Saracishvili in Tbilisi, heute das Haus der Schriftsteller, wo man ähnliche stilistische Symbiosen sehen kann. Und dann hier das erste Kino in Georgien, das Apollo, Machmashenebele Boulevard, wo auch um die Jahrhundertwende Filme gezeigt wurden. Aber es gab nicht nur Film in Georgien um die Jahrhundertwende, auch andere für damals neue Medien waren weit verbreitet. Postkarten etwa waren sehr populär und ein wichtiger Bestandteil des stark anwachsenden Tourismus im Kaukasus. Hier sieht man ein Bild der georgischen Heeresstraße. Außerdem boten zahlreiche Fotoateliers, vor allem in Tiflis, ihre Dienste an. Neben Landschaftsaufnahmen, Porträts und ethnografischen Studien gab es auch künstlerisch anspruchsvolle, mit dem Medium selbst experimentierende Arbeiten, wie etwa die Fotografien von Vassil Roinashvili. Diese Montage hier mit dem Kasbegi im Hintergrund und Roinashvili samt Weinflasche und Trinkhorn auf einem fliegenden Teppich war übrigens betitelt Der wahrgewordene georgische Traum. Auch Literatur und Malerei erlebten im frühen 20. Jahrhundert eine Blüte. Da gab es etwa die künstlerische Vereinigung Blaue Trinkhörner, die durch diverse literarische Experimente, symbolistische Gedichte, futuristische Projekte und dadaistische Veranstaltungen von sich reden machte. Ihr Ziel war es, die alte georgische Kultur mit der europäischen Moderne fruchtbringend zu verbinden. Schriftsteller wie Grigol Rubakidze, der übrigens lange in Deutschland gelebt hat, Tizian Tabidze oder Paolo Iashvili waren damals auch in Europa bekannt. Gleiches gilt für den Maler Niko Pirosmani oder Felato Gudiashvili, der sich 1919 in Paris niederließ, wo er mit Modigliani und Larionov befreundet war. Hier sieht man ein Bild von Gudiashvili Dame mit blauem Handschuh. Nicht zuletzt inspirierte die georgische Kultur damals viele herausragende russische Dichter, wie etwa Ossip Mandelstam oder Boris Pasternak, der zahlreiche georgische Werke ins Russische übersetzte und in engem Austausch mit den Mitgliedern der Blauen Trinkhörner stand. Während der sowjetischen Periode der georgischen Geschichte, also zwischen 1921 und 1991, setzte sich in gewisser Weise die zivilisatorische Mission des Zarenreiches fort, allerdings in weit monströseren Ausmaßen, mit eindeutigen ideologischen Vorgaben und nicht zuletzt unter der Leitung von Georgien selbst, angefangen mit Stalin über Ordzhanikidze bis zu Beria. Die Georgische Sowjetrepublik war damit auf das Engste mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Errungenschaften und Verbrechen der sowjetischen Geschichte verbunden. Die stalinischen Großprojekte der Kollektivisierung der Landwirtschaft und der forcierten Industrialisierung, welche die Sowjetunion stärken und zu einem modernen Staat machen sollten, gehören ebenso dazu wie die zahlreichen Säuberungen und der große Terror. Im Zweiten Weltkrieg kämpften 700.000 Georgier in der Roten Armee gegen Hitler-Deutschland, vor denen mehr als die Hälfte ums Leben kamen. Es soll freilich auch nicht verschwiegen werden, dass ungefähr 30.000 Georgier in den sogenannten Ostlegionen der Wehrmacht dienten, in der Hoffnung, ihr Land von der Sowjetherrschaft befreien zu können. Georgien und Georgier
waren also buchstäblich mittendrin im Schicksal, in der schicksalhaften Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. In den Jahrzehnten nach dem Krieg und vor allem nach Stalins Tod erlebte Georgien einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sowohl einer zunehmenden Industrialisierung als auch der allseits gegenwärtigen Schattenwirtschaft in der Sowjetunion zu verdanken war. Georgischer Wein, georgisches Obst und Gemüse waren sehr begehrt in den großen Städten der UdSSR und Georgier verstanden es besser als andere, die staatlich verordnete Planwirtschaft zu umgehen und einen gewissen privaten Wohlstand und höheren Lebensstandard zu erreichen. Flugtickets innerhalb der Sowjetunion waren bekanntermaßen äußerst günstig und so glichen Aeroflot-Flugzeuge, die aus dem Kaukasus ins russische Kernland flogen, oft Bauernmärkten, Quellen überquellend mit Säcken voller Pfirsichen, Aprikosen und Äpfeln. Als die Sowjetunion in den späten 80er und frühen 90er Jahren unter größten Versorgungsproblemen litt, waren die georgischen Restaurants in Moskau und Leningrad oft die einzigen Orte, wo es noch etwas Passables zu essen gab. Georgien exportierte aber nicht nur landwirtschaftliche Produkte. Vielmehr war es eines der herausragendsten Zentren sowjetischer Kultur. Vor allem in der Filmproduktion, im Theater und in der klassischen und populären Musik waren Künstler aus Georgien führend. Der sowjetische Film hätte wohl nie seine internationale Stellung erlangt, ohne so berühmte Regisseure wie Michael Karatosow, Otto Joseliani, Elvar Shengelaya, Tengiz Abuladze oder Sergei Parajanov. Hier sieht man Parajanov in einer klassischen Fotografie von Yuri Mechitov, wie er über die Straße von Tiflis fliegt. Es war vor allem ein viel liberaleres politisches Klima in Georgien in den letzten Jahrzehnten der Sowjetunion, welches künstlerische Freiheiten begünstigte. Was in Moskau oder Leningrad nicht ging, war in Tiflis ohne weiteres möglich. Zum Beispiel kritische Bücher zu publizieren oder verpönte westliche Musik zu spielen. Das erste Rockfestival der UdSSR fand dann auch 1980 bezeichneterweise nicht in Moskau, sondern in Tiflis statt. Die Beziehungen zwischen Georgien und Europa über die Jahrtausende waren, das habe ich versucht zu zeigen, äußerst vielfältig und komplex. Ihre Intensität variierte, mal war sie enger, mal weniger eng. Auch ihre Substanz veränderte sich mit der Zeit. Konstanten zwischen Georgien und Europa blieben der Handel, die christliche Religion und eine damit verbundene kulturelle Affinität. Reale, direkte Beziehungen waren das eine. Gemeinsame Werte, Vorstellungen von Zusammengehörigkeit oder Differenz waren das andere. In der Antike und im Mittelalter verstand sich Georgien vor allem als Teil des Abendlandes, dem hellenistischen, dem römischen und schließlich dem byzantinischen Kulturkreis angehörig. Zugleich aber unterlag es über lange Zeit vielfältigsten Einflüssen aus Persien, vor allem der Kunst und der politischen Kultur. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert überwog in der Selbstsicht Georgiens die europäische Zivilisation. In dem Zusammenhang darf man auch nicht vergessen, dass sich geografische Vorstellungen über die Jahrhunderte verändern. So galt beispielsweise Russland im 18. Jahrhundert in Westeuropa als ein nördliches, nicht östliches Land. St. Petersburg war bekannt als die Palmyra des Nordens, nicht des Ostens. Ähnlich verschoben sich auch die wechselseitigen Vorstellungen von Europa und Georgien. Allein diese Tatsache, nämlich dass sich unsere geografische Imagination derartig verändern kann, zeigt, wie wandelbar räumliche, aber auch zivilisatorische Zuweisungen sind. Sie sind nicht mit objektiven, nachmessbaren Standards zu fassen, genau wie auch Identität niemals in Stein gehauen ist. Man kann das zwar versuchen, wie etwa Katharina die Große, die in ihrer Instruktion für die gesetzgebende Kommission 1767 einfach dreist behauptete, dass Russland ein europäisches Land sei. Ob sie recht hatte, mag dahingestellt sein. Ich halte es da eher mit Ernest Renan, der bekanntlich 1882 die Nation mit einem täglichen Plebiszit verglich. Dieser Satz ist jedoch die Verkürzung eines längeren Zitats, das da lautet: Die Nationen sind nichts Ewiges. Sie haben einmal angefangen, sie werden einmal enden. Die Europäische Konföderation wird sie wahrscheinlich ablösen. Ende Zitat. Renan nahm damit bereits die Idee der europäischen Gemeinschaft vorweg. Auch diese Gemeinschaft gründet sich nämlich auf ein Plebiszit. Niemand wird da hineingezwungen. Georgien hat heute mehrheitlich abgestimmt.
Und ich erinnere nur an die eingangs erwähnten Worte des Premierministers Kvirikashvili. Wir hier in Deutschland sollten dieses Plebiszit nicht nur schulterzuckend zur Kenntnis nehmen, sondern in einer Zeit von Brexit und anderen zentrifugalen Tendenzen enthusiastisch unterstützen. Geschichtlich begründen ließe sich das allemal, wie ich versucht habe, Ihnen heute Abend zu zeigen. Vielen Dank.